Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Twilight Princess. So, in der letzten Folge haben wir dieses riesige Skelettwesen bezwungen. Und jetzt müssen wir nur noch zum Schattenspiegel kommen. Okay. Nicht, dass hier noch ein Schatz liegt. Schauen wir lieber nochmal nach. So. Aha. Spiegelkammer. Ah ja. So, 1, 2, 3, 4, 5 von diesen Viechern. So, na kommt hierher. Ja, das ist nicht so praktisch. So. Ach, komm schon. Hallo, hier bin ich. Hallo, hier bin ich auch. Ach, warum trifft's denn den nicht? Ah, der wird jetzt ein bisschen scheiß Köter. So, jetzt die zwei. Na, also geht doch. So, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Da hängt eine Fledermaus und da hang auch eine. Na gut, dann geht's mal hier nach oben. Aha. Gut, hier drehen wir wieder voll durch. Sieht wohl zerstört aus. Und was sind jetzt das für Viecher? In den Schatten lauert eine böse Kraft. Sie bringt uns Finsternis und Elend. Ihr Auserwählter, die das Schicksal hergeführt hat, hört uns, ihr Träger des Spiegels der Göttinnen. Wir sind die Weisen, die im Auftrag der Göttinnen Hyrule seit ewiger Zeiten über den Schattenspiegel wachen. Doch der Schattenspiegel, den ihr sucht, wurde durch böse Magie zerbrochen.
Diese Magie ging von einem aus, der eine dunkle Kraft besaß. Sein Name ist... Ganondorf. Ah ja. Er war der Anführer der Räuber, die in Hyrule eindrangen, um die Gewalt über das Heilige Land an sich zu reißen oder so. Da er über dunkle Kräfte verfügte und die Magie bewandert war, wurde er weiterhin gefürchtet. Nur eins war ihm nicht bewusst. Wer sich der Gefahr nicht bewusst ist, die außergewöhnlichen Kräfte mit sich bringen, entwickelt immer eine verborgene Schwäche. Jedoch... muss es wohl eine Laune der Göttinnen gewesen sein, dass auch er über eine besondere Kraft verfügte. Sein Hass und seine Gier verwandelten sich in einen dunklen Fluch. Und die dunkle Magie dieses Fluchs muss dann auf Zanto übergegangen sein. Jetzt wissen wir zwar, woher Zantos magische Kraft kommt, aber es ist schon viel zu spät, um noch etwas zu tun. Den Schattenspiegel endgültig zerstören kann nur ein anerkanntes Oberhaupt des Schattenvolkes. Jetzt aber hat Magie den Schattenspiegel zerbrochen und seine Scherben warten überall in Hyrule darauf, wiedergefunden zu werden. Natürlich. Eine befindet sich auf eisigen Gipfeln. Eine ist in einem heiligen Hain aus alter Zeit. Die dritte findet sich irgendwo in den Wolken. Ihr seid von den Göttinnen auserwählt, also wird es euch sicher gelingen, diese drei Scherben des Spiegels zu finden. Doch seid auf der Hut, auch den Spiegelscherben wohnt magische Kraft inne. Gut, ein alter Hain, wissen wir. Eisige Gipfel waren wir noch nicht und über den Wolken wird ein bisschen schwierig werden. Die Spiegelscherben befinden sich auf eisigen Gipfeln, in einem heiligen Hain und irgendwo in den Wolken. Sammle diese Scherben und füge den Schattenspiegel zu seiner ursprünglichen Form zusammen. Ja, toll. Gut, dann würde ich mal sagen, porten wir doch erstmal
zurück nach Hyrule-Stadt. So. Link, wo bist du? Ah, der Postbote. Hallo Link, ich habe Post für dich. Hier steht auch der Absender, Burns. Sagt dir das etwas? Ja. Also, das wäre erledigt und ab die Post. Tschüss. Toll, ich habe Post bekommen. So. Briefe. Eine echte Seltenheit. Wie läuft's denn immer so mit den Abenteuern? Kommen meine Bomben auch regelmäßig zum Einsatz? Ich habe ein paar fantastische neue Bomben im Angebot. Komm doch mal wieder im Laden vorbei. Bin sicher, du wirst begeistert sein, wenn du meine Bomben in Aktion siehst. Es gibt noch eine Art von Bomben. Okay. Ja gut, das schauen wir uns dann später an. Jetzt möchte ich aber erst noch zu diesen Geisterseelen-Typen. Denn der wartet bestimmt auch schon ungeduldig darauf. Da ist es ja wie ausgestorben in der Nacht. So, wo war jetzt der? Gut, da wollten wir nicht hin. So, ich glaube, da war der irgendwo. Ah, ja, genau. Ganz viele Katzen. Giovannis Haus. Hallöchen. Ha. Endlich kann ich mich wieder bewegen. Das habe ich wohl alles dir zu verdanken. Nun, das sollte ich mich ja endlich zeigen. Ob ich dir hiermit vielleicht eine Freude machen kann? Du eilst Feentau. Die Flüssigkeit in der Flasche ist die Essenz des Feensegens. Lege sie auf Bla. Feentau füllt deine Herzen vollständig auf. Außerdem steigt für eine Weile deine Angriffskraft. Wow. Das findet man in der Gerudo-Wüste, ganz im Westen. Da gibt es wohl eine Höhle. Aber mein Körper ist immer noch ganz golden. Vielleicht ist meine Seele ja noch nicht ganz komplett. Seltsam. Vielleicht hättest du ja 60 Geister fangen müssen, um meine Seele komplett zu machen. Ob ich die wohl noch einmal losschicken kann? Ob mein kleiner Kläffer wohl noch einmal 39 Geister jagen kann? Hier, ich gebe dir auch noch diese Lampe. Die sollte dir die Suche nach den Geistern etwas erleichtern. Du hast die Geisterlampe. Sie leuchtet, wenn sich ein Geist in der Nähe befindet. Lege sie auf Bla. Sie verbraucht kein Öl. Ich zähle auf dich. Toll. Wenn ich mich in der Nähe eines Geistes befinde, kann ich ihn sehen. Das Ding bringt mir also relativ wenig. So wie ich jetzt aussehe, kann ich meiner Freundin doch nicht unter die Augen treten. Ich bitte dich, mein Freund, du musst unbedingt doch 39 Geister erledigen. Ja, weil ich ja sonst nichts zu tun habe. Wie kommt die Katze hier rein? Hey, da bist du ja wieder. Das warst doch du, der mein Herrchen geheilt hat, oder? Tausend Dank, wirklich. Mich nennen sie Gregor. Bin sowas wie der Boss der Katzen hier im Ort. Also gut, jetzt wo ich mich auch wieder bewegen kann, sollte ich mich wohl draußen ein wenig umsehen. Ach, ich habe den Boss der Katzen also auch befreit. Toll. Ach, das war dieses goldene Ding auf seinem Kopf. Schön. Oh Gott, die ganzen Katzen hier. Ja, hallo, euer Chef ist wieder da und so. Was macht Gregor nur die ganze Zeit in diesem Haus? Der Regen hat den Boden aufgeweicht. Da könnte man sicher rein, wenn man unter die Mauer einfach ein wenig gräbt. Ich weiß. Lass den Gregor mal ein bisschen Ruhe, der ist gerade wieder, wieder erwacht. Sagen wir es mal so.
Ja gut, jetzt kann ich sagenumwogen der Geister finden, wenn ich diese total tolle Lampe hier ausrüste. Probieren wir es nochmal aus. Hey, sie leuchtet nicht. Welch ein Zufall. Aber hey, sie verbraucht kein Öl. Sie spendet auch kein Licht. Total nützlich. So. Warte mal, das hatte ich doch hier. So. Und wie komme ich jetzt zu dieser total tollen Truhe hier hin? Jetzt habe ich dieses Kreiseldings. Bringt mir das irgendwas? Nö. Da muss es doch irgendeinen Trick geben. Naja, egal. Hey, das Ding da vorne hat endlich den Weg frei gemacht. Hey, ich hab den Felsen aus dem Weg geräumt, wie versprochen. Ich weiß nicht, wohin du willst, aber pass gut auf dich auf. Wie? Kein Herzteil oder so, weil ich so toll und nett war? Pff, wie gemein. So, und wo ist eigentlich mein Pferd? Das steht bestimmt wieder irgendwo mitten in der Gegend rum. Hey, da vorne leuchtet irgendwas. Das sieht aus wie so ein Geist. Moment, jetzt probiere ich mal die tolle Lampe aus. Pling! Oh mein Gott, sie leuchtet blau. So ein Zufall. Ich hätte diesen Geist bestimmt nicht ohne diese Lampe gefunden. Gut, jetzt muss ich mal kurz zum Wolf werden. Weil es nämlich schon wieder Tag wird. Verdammt! So, und die Seele! Bam! Du hörst eine Geisterseele! Fabulös! Geh weg, du doofer Vogel! Diese Vögel hier furchtbar. Stirb, ich hab das Master Schwert. Ich bin unbesiegbar. Ah, diese fröhliche Musik. Die Welt stirbt ohne mich, aber alles ist so fröhlich. Ja. Toll. So, Pferd, wo bist du? Ich brauche mal so einen Busch, dass ich ihn rufen kann. Ach, warte, da oben ist ja so ein total tolles Insekt für die Frau, die so ganz schleimig sein möchte. Wie eine Schnecke, aber egal. So. Insekt, komm her. Insekt, bleib doch stehen. So, was haben wir denn schönes? Eine Nashornkäfer weiblich. Ja, unglaublich. Hatten wir den schon? Nee, glaub nicht. So, nein, lass mich doch jetzt mal gucken. Gott, diese Menüführung. Insekten. Oh, den haben wir tatsächlich noch nicht abgegeben. Und die Leberlette unten auch nicht. Und diese Eintagsfliege auch nicht, die wir in der Wüste gefunden haben. Hm. Gut, da ist langsam Tag wird, können wir doch mal kurz nochmal zurück nach Hyrule Stadtporten. Dann beglücken wir diese Frau mit weiteren Insekten. Freude. Vielleicht gibt sie uns einen neuen Geldbeutel. So, gib Gas, Link. In die Stadt sollten wir allerdings als Mensch gehen, sonst schieben wir alle Panik und rennen kreischend durch die Gegend. So.
So, wo war die denn jetzt? Ich glaube, die war irgendwo da links, kann es sein? Ah ja, doch hier. Bam, 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 bam. Agnetas Zimmer. Ganz viele Insekten, die ich mitgebracht habe. Hey, wir nehmen einfach eine und sagen, hey, die haben wir nochmal gefunden. Kann ich dir vielleicht irgendwie helfen? Ja. Da, nimm diese Eintagsfliege und sei begeistert. Aber du, Eintagsfliege männlich, bist du es wirklich? Ah, die Eintagsfliege. Ich würde mir nie erlauben zu fragen, ob sie morgen wiederkommen kann. Danke, danke. Ich bin so glücklich. Erlaube mir mein Glück mit dir zu teilen. Hey, 50 Rubine. Toll. Nur noch 13 Insekten. Es muss von jedem Insekt ein Paar sein. Bitte suche noch die Partner für die, die noch nicht... die noch allein sind. So. Als nächstes... den Nashornkäfer männlich. Weiblich meine ich. Aber du, Nashornkäfer weiblich, bist du es wirklich? Ah, der Nashornkäfer. Wie schön muss es sein, unter diesem glänzenden Panzer zu schlafen. Danke, danke, ich bin so glücklich. Ah, damit ist das Paar komplett. Schau nur, wie glücklich die beiden aussehen. Das andere Ding ist nicht da. Erlaube mir mein Glück mit dir zu teilen. Du hältst 100 Rubine. Oh, du hast schon die Hälfte der Insekten in mein Schloss gebracht. Vielen Dank, das macht mich wirklich glücklich. Ich muss dir danken. Hier, nimm das für deine Mühen. Du hältst den Stempel, Agneta. Toll, das wollte ich unbedingt haben. Gott. Noch 12 Insekten. Mit deiner Hilfe werden sie sicher alle bald den Weg hierher finden. Ja. So, was haben wir denn noch für ein Viech? Rumschwirren. Ah, guck mal, die Gespensterschrecke weiblich. Aber du, Gespensterschrecke, weiblich, bist du es wirklich? Ah, die Gespenstschrecke. Was? Nein, Gespenstschrecke. Also, ob wir nicht eine Schleife in diese langen Fühler machen sollen? Nein, die Frau quält Tiere und Insekten. Naja, ich habe 50 Rubine, mir kann es egal sein. Nur noch 11 Insekten. So, eine Libelle weiblich. Pass auf, wie schwer hätte sie gerne Flügel. Aber du, Libelle weiblich, bist du es wirklich? Ah, die Libelle. Wenn mich jemand aus so vielen Augen gleichzeitig ansieht, dann werde ich ganz... ja, platze. Ah, damit ist das Paar komplett. Ja, Wahnsinn. Schau nur, wie glücklich die beiden aussehen. Erlaube mir, mein Glück mit dir zu teilen. Weitere fucking 100 Rubine. Yeah, nur noch 10 Insekten. Toll, geh weg, gib mir einfach Geld und lass mich in Ruhe. Na, jetzt bin ich wieder ein bisschen reich geworden. Ich bin ja gespannt, was die noch so für Sprüche drauf hat. Das mit der Eintagsfliege war ja schon fast lustig. So, dann... da wollte ich ja auch noch kurz einen Abstecher machen. In die Kneipe. Thelmas Wirtshaus. So, jetzt wird erstmal richtig gesoffen hier und dann geht es auf die Welt retten und so, ne? Wie geht's eigentlich der kleine Ilja? Ich bin sicher, Leonard wird eine Methode finden, ihre Erinnerungen zurückzubringen. Aber du solltest dich erstmal um die dringenderen Dinge kümmern, die anstehen. Wenn du nicht weißt, wo du anfangen sollst, solltest du dich einmal mit Ashley treffen. Sie ist eine von uns. Du triffst sie in den nördlichen Bergen von Hyrule. Sie kundschaftet dort die Gegend aus. Auf der Karte auf dem Tisch ist gezeichnet, wo du hin musst. Ach ja, schön. Im Moment versuchen wir noch etwas herauszubekommen, aber wenn es soweit ist, wirst du sofort informiert. Soll ich dir noch einmal erzählen, von den Kumulanern? Nein. Geh weg. Wirklich? Du musst dich nicht ziehen, ich erzähle es dir gern. Nein, geh weg. Oh, Link, ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Und, hast du in dieser Wüstenburg etwas gefunden? Du musst nämlich wissen, früher habe ich am Hof von Hyrule gearbeitet und war für die Erziehung der Prinzessin verantwortlich. Von dem verfluchten Spiegel, der sich in der Wüstenburg befindet, habe ich in jenen Tagen gehört. Ja, schön.
So, Karte, zeig mal her, wo ist die gute Frau denn? Ashley ist gerade unterwegs. Sie meinte, sie will sich einmal in den Schneebergen umsehen. Ah ja, gut. Da wäre ich jetzt dann eh hingegangen. Ach, das ist die coole Katze. Die Puschelkatze. Miau. Ja, gut. Ob ich hier warpen kann? Tatsächlich. Gut, dann müssen wir jetzt erstmal nach Kakariko. Denn es gibt neue Bomben zu kaufen. Und außerdem will dieses Baby uns noch ausnehmen. Also Spenden sammeln. Du hast mir neulich sehr geholfen. Mein Junge in Hyrule-Stadt geht wieder froh und munter seinen Geschäften nach. Auch dieses Dorf und Hyrule-Stadt werden nun hoffentlich bald wieder so lebhaft sein wie früher. Schön. Dieses Dorf ist eine Ruine. Dass hier sowieso überhaupt jemand wohnt, wundert mich. Dank großzügiger Unterstützungen wurden die Brücke vollständig repariert. Die Lieferwege sind damit gesichert. Weiterhin konnte ein Fonds für die Finanzierung der Expansion nach Hyrule-Stadt gegründet werden. Aber an dem für die Expansion nach Hyrule-Stadt notwendigen Betrag fehlen noch 200 Rubine. Beteilige auch du dich an der Sammlung zur Einrichtung eines billigen Ladens in Hyrule-Stadt. Die Preise dort sind doch viel zu hoch. Ja gut, 200, die habe ich ja gerade so, weil ich 1000 habe. Oh Gott, fantastisch, wir haben unser Ziel erreicht. Wir haben eine Legende geschaffen. Du solltest nach Hyrule-Stadt gehen und es mit eigenen Augen sehen. Vielen Dank für deine Hilfe. Hey, Link. Kaufst du was? Pfeile, Schild, Rose fixiert. Nee. Zeit ist Geld und ja, alles mit Ruhe, Baby. Gut, natürlich habe ich jetzt nicht gesehen, dass unser maximal... Also unsere Geldbörse voll war. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Jetzt haben wir etwas verschwendet, aber naja. Nein, ich möchte nicht. Geh weg. Na gut, ist jetzt nicht so tragisch. Jetzt gucken wir noch kurz zum Burns wegen den Bomben. Na dann, hier siehst du Burns beste Bombe. Verwende, um dich ruhig umzusehen. Bomben, Wasserbomben, Bombenkäfer. Ich habe rund um die Tür geöffnet. Komm wieder, wann immer du willst. Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Sagt er nicht, er hat neue Bomben für uns? Oder war ich einfach zu weit weg, um diesen Brief früher zu bekommen? Muss anscheinend das gewesen sein. Tada. Ne gut. Jetzt gucken wir noch kurz zu Ilia und hoffen, dass die endlich wieder weiß, wer wir sind. Oder sie weiter blöd in der Gegend rumläuft und keine Ahnung von uns hat. Aber erstmal müssen wir sie finden. So. Hier oben ist sie anscheinend nicht. Das ist ja schon mal gut. Ist sie vielleicht in der Küche? Nein, da ist bloß der Postbote, der aus Versehen in den Quellen gewartet hat mit den Briefen. Der Zora-Junge und Ilia sind ausgegangen. Ilia betet jeden Tag im Heiligtum. Und der Zora-Junge betet jeden Tag vor den Gräbern. Was kann man nur tun, um sie wieder gesund zu machen? Ach, die ist in dem... ja, gut, dann gehe ich halt mal in das Heiligtum rein und sag mal Hallo. Wo ist es eigentlich? Ist das dieser billige Tempel hier vorne? So. Ah, Hallöle.
Oh, Link. Entschuldige, dass ich dir solche Mühen bereitet habe. Colin und die anderen haben mir alles über dich erzählt, Link. Du bist freundlich und mutig. Du treibst die Tiere auf der Weide im Dorf zusammen. Deshalb bist du so geschickt auf dem Pferd. Das Pferd, das du da reitest, heißt Epona, nicht wahr? Epona! Was für ein schöner Name. Ach toll, jetzt dachte ich, sie hat sich erinnert. Toll. Oh, Link. Ich dachte, Ilia würde etwas Abwechslung gut tun. Deshalb habe ich sie gebeten, ins Heiligtum zu kommen. Ich dachte, ein paar neue Eindrücke könnten vielleicht dazu beitragen, dass sie sich an irgendetwas erinnert. Link, überstürze bitte nichts, sondern beobachte sie aufmerksam. Ich habe ein gutes Gespür für Pferde. Epona scheint dir sehr zu vertrauen. Bestimmt gehst du niemals leichtsinnig mit dem Pferd um. Ja, ich habe nur vergessen, wo ich es abgestellt habe. Aber egal. Ich werde es irgendwann wiederfinden. Link, wenn ich irgendwas Neues erfahre, lasse ich es dich wissen. Bis dahin überstürze nichts und denk immer auch an Ilia. Gut, wir gehen mal und sagen nicht, dass das Pferd irgendwo verschollen ist und wahrscheinlich aufgefressen wurde, aber egal. Wir gehen jetzt erstmal noch kurz nach Hyrule-Stadt und begutachten diesen total neuen Laden. So, lass ich mal eben noch kurz nach Hyrule-Stadt warpen. So, das möchte ich jetzt in dieser Folge noch machen. Vielleicht können wir da irgendwas Tolles kaufen. Wie zum Beispiel... keine Ahnung, einen neuen Köcher oder so. Hey Link, wo bist du? Der Postbote schon wieder, ich krieg einen Anfall. Hallo Link, ich habe Post für dich. Hier steht auch der Absender, Maromarkt. Sagt dir das etwas? Oh ja, das sagt mir tatsächlich etwas. Also, das wäre erledigt und ab die Post. Ja, tschüss, verpiss dich. So, da, so, Post. Helden hier, endlich, Maromarkt, der kleinen Preisheld, kommt auch nach Hyrule-Stadt. Bei uns erhalten Sie alle Arten von Items für Abenteurer und Freizeit unglaublich günstig. Einmaliges Eröffnungsangebot, die Magierüstung. Nur ein Exemplar pro Kunde. Ach, gucke mal an. Helden handeln schnell und sichern sich dieses einmalige Angebot. Das ist ja fantastisch. Hier gut, jetzt wissen wir auch, was wir als dritte Rüstung bekommen. Eine Magierüstung, für was auch immer wir das brauchen. Wahrscheinlich, um ins Eisgebiet zu kommen, weil da ist es so arschkalt, da kann man sich nur mit Magie warm halten. Die ist einfach magisch. So, nichtsdestotrotz, wo ist dieser Maromarkt? Tja, jetzt muss ich mir erstmal ein bisschen umsehen und ihn finden. Oh, hey, cool, ich habe ihn gefunden. Hereinspaziert. Die Kleinpreishelden vom Maromarkt, bekannt in Hyrule-Stadt für ihre legendären Preise. Hereinspaziert. Schau dir unsere erstklassige Ware in aller Ruhe an. Lass mich in Ruhe. Gut. Oh mein Gott. Diese Musik ist furchtbar. Und wie sie dieses kleine Baby verehren, ist noch furchtbarer. Kauf's dir, wenn du was willst, dann kauf's dir. Herzlich willkommen im Maromarkt Hyrule-Stadt. Zahlreiche Sonderangebote zur Neueröffnung. 20-30% Rabatt auf alles. Hauptsache schön billig. Maromarkt, der Kleinpreisheld. Der Freund des einfachen Volkes. Oh, dieser Blick. Gruselig. Warum hat er eine Trompete auf dem Kopf? Kauf was. Wähl's aus mit und kauf was. Oh Gott, wie der rüber slidet. Maromarkt Stempel. Nur jetzt 100 Rubine. Was haben wir noch? Blaues Elixier. Tiefpreis 50 Rubine. Heil- und Erfrischungstrank für erschöpfte Helden. Kunden benötigen eine leere Flasche. Rotes Elixier. Achtung, 50 Rubine. Hilft bei gebrochenen Herzen. Kunden benötigen eine leere Flasche. Magierüstung. Super. 598 Rubine. Verfügt über eine mysteriöse magische Kraft. Mit dieser Rüstung gehst du sicher durch jedes Abenteuer.
Die sieht ja sogar ein bisschen schick aus. Wie wär's hiermit? Passt prima zu dir. Kaufen. Herzlichen Glückwunsch, das war der letzte Magierüstung, die wir noch auf Lager hatten. Oh Gott, ich bin so glücklich. Du hältst die Magierüstung. Solange du sie trägst, verwandeln sich deine Rubine in magische Energie. So wirst du immun gegen jede Art von Angriff. Verlierst aber bei jedem gegnerischen Treffer viele Rubine? Sind deine Rubine aufgebraucht, verliert die Magie ihre Wirkung. Und deine Bewegungen werden träge. Toll. So, was gibt's hier noch? Bombenkäfer, Wasserbomben, normale Bomben. Ja, wir kaufen mal diesen Stempel. Viel Spaß, das war unser letzter. Du hast den Stempel Maromarkt erhalten. Yay. Ach, jetzt bietet er Pfeile an. Vielen, vielen Dank. Komm jetzt halt zurück. Ich weiß ja nicht. Verkauf mir auch was. Das ist eine alte Oma, unglaublich. Kauf es. Wenn du es kaufen willst, dann kauf es. Ich kauf was, auch wenn ich es nicht brauche, ich kauf was. Gruselig. Komm, verkauf mir was! Ich will hier weg. Okay. Dieser Laden ist extrem verstörend. Aber hey, wir haben jetzt eine Magierüstung. Die muss ich mal anlegen. Hey, die ist total schick. Oh mein Gott. Die ist total für den Arsch. Das Ding verbrauchte im Sekundentakt 5 Rubine. Ist ja schön, dass ich dann immun gegen alles werde, aber... Nee. Oh mein Gott, wie jetzt alle mit diesen Tüten rumlaufen, dass sie von diesem Markt was gekauft haben. Ist ja gruselig. Ja, furchtbar. Zack. So, jetzt speichern wir aber. So. Aber das war's dann für diese Folge. In der nächsten Folge geht's dann hier weiter. Ja, danke fürs Zuschauen und bis dann. Ciao.